Viele Menschen in Deutschland sind weiter von den Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Coronavirus überzeugt. Umstritten bleibt das Beherbergungsverbot. Hier Stimmen aus München. Fehlerhaft vielleicht nicht unbedingt, ist halt ein föderalistisches System, aber es ist halt für alle Bürger und Bürgerinnen uneinsichtig, wonach man sich halten soll. Es ist ja verunsichert, was jetzt gilt, wie schnell es wieder sich verändert. Und so, das ist vielleicht ja das Hauptproblem, dass vielleicht auf der BürgerInnenseite dadurch ein bisschen die Akzeptanz der Maßnahmen geringer ausfällt. Also grundsätzlich ist es so, dass ich von diesen ganzen Vorschriften schon was halte. Nur es gibt viele Leute, die es überhaupt nicht verstehen. Und das ist ein großes Problem. Es gibt Leute, die es ignorieren. Und das Beherbergungsverbot, ich weiß nicht, wenn ich in einem Hotel bin, dann gehe ich hoch, gehe ins Zimmer und ich sehe da jetzt kein Problem drin. Also Beherbergungsverbot betrifft mich persönlich jetzt nicht. Ja, weil zurzeit bin ich in der Arbeit, ja, Wochenende verbringe in München und mit strengerer Maskenpflicht, das hat man ja schon mal vor 14 Tagen hier in der Innenstadt und ja, daran gewohnt man sich und Gesundheit steht halt über allen Dingen. Also die Verschärfung halte ich für richtig. Ja, wir müssen das eindämmen. Beherbergungsverbot nicht. Sehe keinen Sinn drin. Ich finde viele Sachen nicht in Ordnung. Natürlich halte ich mich an die Gesetze, die dann beschlossen werden. Das ist selbstverständlich für mich. Aber ich darf selber sagen, ich fühle mich in vielen Sachen meiner Freiheitsrechte beraubt. Das kann ich sagen. Ich bin eine ältere Bürgerin dieses Landes. Ich habe diese Regierung gewählt und ich bin eigentlich, entschuldigen Sie bitte, sehr enttäuscht. Ich finde es auch wichtig, weil wenn wir nicht an einen Strang ziehen, werden wir das nie überleben. Und wir müssen jetzt alle solidarisch sein, damit wir diese Corona endlich mal wegkriegen. Nur wenn alle zusammen mithelfen, können wir es schaffen. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen hatten sich Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten der Bundesländer am Mittwoch in Berlin auf strengere Corona-Maßnahmen geeinigt.